Hier ist das erste Designmodell des Urinals, für was wir für die Serie Wall entwickeln, in Anlehnung an die Waschbeckenserie, an das WC, was wir für Wall entwickelt haben. Und da gibt es dieses typische Detail des starken Rands, der sich auch hier im Urinal angeboten hat. Das Urinal, eine ganz andere Funktion als die, als das WC, hängt natürlich an der Wand, braucht diesen sozusagen Einfallwinkel, ist aber von der Technologie her gar nicht so unkompliziert. Auch hier haben wir versucht, die Rimless-Technologie einzuführen, den offenen Ablauf. All das sind Designparameter, die eine Rolle spielen im Entwurfsprozess, aber natürlich ist die Form, der Ausdruck wichtig im Zusammenhang mit all den anderen Teilen, die wir entworfen haben, wo es immer auch um die zwar starke Persönlichkeit, aber einfache Grammatik geht. Also die Präzision, die dünne Scherbenstärke. Wie gesagt, hier also leichter zum Anschauen, die Form an der Wand hängen, diese schräge Form nehmen wir dann nochmal auf in dem Trennelement, was an der Wand hängt, was eine gewisse Stärke braucht zum Anbringen an die Wand, aber nach vorne hin diese extrem dünne Kante dann ausbildet. Sehr speziell, dass das also technisch möglich ist, so ein Teil herzustellen.